Baby, gib mir mehr von dem, was du Siebe nennst. Auch wenn es keine Nudeln sind, ich siebe es. Helf mir zu essen, was ich brat. Ich pack mein Schnitzel bei dir heute Nacht, Baby! Damit herzlich willkommen zurück zum Cooking Simulator. Heute wird wieder ordentlich gebrutzelt. Ich hoffe, wir kriegen ein paar neue Rezepte zusammen und werden dann mal ordentlich hier auch einen reingucken, Alter. Ich habe mir mal einen Tipp von euch zu Herzen genommen, das Spiel mal auf Deutsch gestellt. Das war ja wohl ein Geniestreich in den Kommentaren. Gerne mehr davon. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Vorbereitungsphase, das brauchen wir alles nicht, ne? Wir müssen hier vorankommen. Das Ordnungsamt war übrigens da und sie haben gesagt, sieht alles tippitoppi aus. Habe ich ja gesagt. Da könnt ihr dem Kalle auch ruhig mal was glauben, wenn er was sagt. Aha, einfache orellinische Borscht. So, das machen wir nämlich jetzt. Hühnerbouillon. Bouillon. Haben wir hier noch was drin? Ist alle? Na dann weg. Flüssigkeiten, Hühnerbouillon. Gib her den Lachs. Gebe ich das jetzt rein oder daneben? So eine Scheiße. Ich habe die Hälfte daneben gekippt. Ja. So, ist hier denn noch was drin? Vielleicht ist da noch so ein Rest. Ja, das passt jetzt so. So, das ist jetzt hier unser Müllplatz da. Da kommt alles hin. Salz. Perfekt. Schwarzer Pfeffer. Auch perfekt. Hatten wir da eigentlich noch was über letztes Mal? Ich weiß gar nicht, ob wir da noch was über hatten. Wir haben ja hier noch Suppe. Da steht jetzt aber auch schon eine Woche da rum. Naja, ist egal. Rote Beete. Rote Beete. Rote Beete, Baby. Gib mir rote Beete. Rote Beete haben wir auch, dass die immer direkt geschält sind. Die sind direkt rasiert. Und nochmal belohnt. So, letztes Mal haben wir das noch gemixt, ne? Und dann gekocht. So, wir haben auch echt viel Zeit. Aber Petersilie brauchen wir noch 80 Grams. Jo. Wie viel will der? 80 Gramm. 80 Gramm Petersilie. Hä? Wie oft soll ich denn hier hinterherlaufen? Ich laufe doch jetzt nicht hier 40 Mal hin und her. Seid ihr noch ganz sauber in der Fritteuse, Alter? Aber warte mal, ich kann das schon mal kochen. So. Wir machen nebenbei. Das ist effizient. Das ist effizientes Arbeiten. Nebenbei schmeißen wir immer noch ein Blatt rein. Schnell abgeben. Wir haben noch 26 Sekunden. Wir sind just in time. Das schmeckt dir nicht? Wieso schmeckt das nicht? Falsche Menge an Produkt? Ja, nur weil da so ein bisschen Petersilie fehlt. Egal, das Geld nehmen wir an. Nee, wir machen jetzt nicht nochmal so einen Lachs. Kannst du schön selber machen. Ja, können wir uns hier nochmal was kaufen? Rezeptamor-mäßig? Weil hier gibt es ja schon Sachen, ne? Schweinekotelett mit Bratkartoffeln. So, das hätte ich gern. Das werden wir auf jeden Fall dann mal machen demnächst. Ich werde das jetzt mal ignorieren. Weil immer Lachssteak mit Kartoffeln, Alter. Hier ist ein Radio. Das hält dich gesund. Ich hätte diesen Job nach einer Woche aufgegeben, wenn es nicht für Ola Bossa Nova gewesen wäre. Ein paar Songtitel sind hochgeladen, aber mach es dir bequem und füge deine eigenen hinzu. Ich habe die alte Box notdürftig Jury repariert. Jury repariert? Damit sie Internetradiosender abspielen kann. Ehre. Ach hier, ich kann slawische Popmusik spielen, ey. Den Song gibt's übrigens auf Spotify. Viele haben ja mal gefragt, ey, kannst du es mal auf Spotify laden? Den gibt's da! Und viele haben den aber auch schon gefunden. Kann ich denn hier telefonieren? Ich kann damit nicht telefonieren. Hallo? Servus, ist da jemand? Hallo? Oh. Sag mal, was ist eigentlich mit den Dartpfeilen? Können wir hier mal gucken? Haben wir hier irgendwie eine Schublade oder was? Wo hier irgendwie Dartpfeile versteckt sind? Hallo? Wisst ihr was? Wir machen uns unsere eigenen Dartpfeile. Wo ist denn eigentlich mein Messer? Hier, das schmeißen wir jetzt da rein. LOL, das geht! Und nochmal belohnt. Die Triple 20, die ist ganz wichtig. Boom! Hä? Nee. Guck mal, die Zahl geht sogar runter. Wow! Slow Motion! Oh, fast in die Mitte. Ehre. Wir müssen jetzt hier mal so eine 60 schaffen. Und das dreimal hintereinander. Das ist die 60! Das ist die 60, oder? Also theoretisch schon, aber er hat die 60 nicht gezählt, glaube ich. Wir sagen einfach mal, es war eine 60. Können wir noch was anderes schmeißen? Wie sieht's denn aus mit so einer Pulle hier? So. Kaufen wir neu. Also müssen wir das mit dem Messer machen. Aber können wir uns auch andere Messer noch kaufen? Weil der Messerblock, der hat ja hier vieles tatsächlich, ne? Dings. Hier sind noch Messer. Wir kaufen uns Messer. Zack. Aufrüsten. Genau. Wir müssen ja auch mal mehrere Messer reinschmeißen. Okay, wir brauchen noch ein Messer. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesen Messern? Ich meine, die werden hier einfach so angeboten. Aber man weiß ja gar nicht, da steht halt Messer dran. Wir können die ja nur danach bewerten, wie gut man die schmeißen kann. Oh, der fliegt auf jeden Fall tief. So, das heißt, meine Damen und Herren, wir resetten das Board. So, wir würden hier gerne ein New Game machen. 501 Punkte sind auf der Uhr. Die Frage ist, wie viele Würfe braucht Kalle Kuschinski, um die 501 zu machen, Alter? Wir haben hier drei wunderbare Messer, die haben alle eine verschiedene Farbe. Geht wieder los. Boom! Direkt reingescheppert hier. Und flupp! Oh, boom, wieder 20. Ja, die 20 ist das Wichtige. Ihr wisst ja, 180. Das will man da natürlich bekommen.
Verstehst du, wie ich meine? So. Ah, das ist ein schweres Messer. Da müssen wir also aufpassen. Witzigerweise sind das wirklich alles drei verschiedene Messer. Die sind alle verschieden schwer. Das hier hat die höchste Accuracy und den Speed, Alter. Und weiß ich natürlich jetzt nicht, wie sich das dann aufs Kochen auswirkt. Das hier ist ein ganz schweres Gerät. Wahrscheinlich muss man damit die richtig schweren Geschosse dann auch schnibbeln, Alter. Und hiermit hast du dann, ja, so ein Mittelding, ne? Das bedeutet, wir nehmen erstmal den ganz schweren. Da muss man auf jeden Fall möglichst weit hoch ansetzen, damit man dann auch entsprechend trifft. Und zack. Boom. 20, nee, was? Was ist das denn jetzt? Also die Scoreboard, das scheint irgendwie nicht richtig zu funktionieren. Dann nehmen wir den mittleren. Den müssen wir nicht ganz so hoch ansetzen. Oh, vielleicht habe ich den ein bisschen vertauscht. So, und jetzt der. Oh, ich treffe irgendwie nicht. Von 6 Würfen haben wir jetzt schon mal 2 verfehlt. Das können wir noch besser. Hier hängt noch so ein Zettel, meine Punktzahl übertreffen. Wenn du Langeweile hast, kannst du Messerwürfe üben. In 501 hast du 30 Würfe, um von... Ach, er hat 30 Würfe gebraucht. Deswegen also auch sein Score. Das ist quasi sein Highscore. Junge, wir wollen hier nicht kochen. Wir sind doch nicht hier zum Kochen gerade. Siehst du, dass ich zu tun habe. Dann machen wir die 30 jetzt fertig. Die Frage ist, jetzt an der Abstimmung teilnehmen. Wird Kalle die 500... Ihr könnt ja mal an der Abstimmung teilnehmen. Werde ich es schaffen, in 30 Würfen 501 Punkte zu dingsen, Alter? Ja, die Überstunden. Junge, ist mir scheißegal, ob die Leute hier Hunger haben. Wirklich. Das war das Schwere jetzt. So, dann müssen wir mal richtig hier... Oh, siehst du, genau so macht man's. Slow Motion, oh, nochmal belohnt. Oh, das gibt aber nur 5 Punkte, oder? Oh, das ärgert mich, dass der da immer gegenknallt. Das ist nicht gut. Der kommt wieder gut, der kommt wieder gut, der kommt wieder gut. Bullseye! Bullseye! Nee, doch nicht. Scheiße. Puh, 20 Punkte, das ist nice. Aber wir haben nur noch 8 Würfe. Das wird jetzt echt knapp, ne? Und wenn sowas passiert, ist immer scheiße. Mano! Das ist eine 60! Das ist eine 60! Ehre! Oh Mann, ey, da werde ich ganz fickerig. Keine neuen Bestellungen mehr. Ja, ich bin gleich fertig. Ich hab's gleich. Ein harter Arbeitstag gewesen. Los! Scheiße. Reinigungsphase überspringen. Jo, hier wird nichts gereinigt. Ist alles sauber. Ja gut, wir haben heute ein bisschen miese gemacht. Der Ruhm ist ein bisschen runtergegangen, weil wir keinen Bock hatten zu kochen. Aber es gibt auch mal Tage im Leben, da hast du einfach keinen Bock, Alter. So, was, ich will jetzt hier mal wischen. Weil ich habe hier so ein bisschen in die Ecke geschissen. Lass mich das mal sauber machen. Dann erstmal weg damit. Wir haben ja noch so einen Schwamm. Gib mal Seife. So, schön raufjissen da auf den Schwamm. Was ist, wenn ich jetzt hier die Wand wische? Geht das? Ah, guck mal. Alles sibi sibi saubi, Alter. Und nochmal. Sieht auch wieder gut aus. So, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Also weg damit. Tomatensuppe haben wir noch. Hier, die ist noch gut. 300 Milliliter, kein Problem. Gib mal her so eine Plate. Oh, das ist Gutes von vor einer Woche. Siehst du, die schmeckt doch noch. Die schmeckt doch noch. Du bekommst jetzt die Bestellung für den Restaurantkritiker. Bitte denk daran. Ja, der kriegt hier schön die Borscht. Dass die immer so rumheulen. Das ist der Kritiker. Den musst du in den Arsch kriechen, Alter. Und nochmal. So, und jetzt abfahren. Und wenn das ihm nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht. Wieso schmeckt dem das denn? Was? Du Hurensohn. Wo ist mein Bakery Tray hin? Ich hatte doch mal eins. Bakery Tray, Alter. Wo haben wir das denn hingepfeffert? Ich will jetzt keine Kommentare über Unordnung lesen. Ich kaufe mir einfach ein neues. Du, da kenne ich nichts. Backblech. Guck mal, kostet auch nichts. Backblech wurde gekauft. Gut. Ja! Schweinekoteletts mit Bratkartoffeln. Amena. Nimm Schweinekoteletts, 200 Gramm. Würze mit Salz, schwarzer Pfeffer, Thymian in eine Pfanne hauen. 30 Milliliter Schweineöl da, Sonnenblumenöl, aller unnormal. Und dann schön braten. Geil. Gut, wir haben 10 Minuten Zeit. Wir nehmen jetzt hier ein Schweinekotelett. Das werden wir würzen. Und hier wollen wir jetzt ganz präzise arbeiten. Weißt du, wie ich meine? Und dann jetzt in die Pfanne. Die waschen wir sogar, das machen wir sogar. Die waschen wir jetzt einmal ab. Okay, machen wir doch nicht. So, wie viel Öl? 30 Milliliter. Siehst du, da ist jetzt so eine kleine Pfütze drin. Es sieht aus wie Pisse, aber ist Öl. Und rein da in die Olga. Wir brauchen 2 Kartoffeln. Und die hacken wir uns jetzt natürlich in Bratkartoffeln. Die Kunst ist, 2 Kartoffeln schön gleichzeitig in den Ass zu hacken. Seht ihr das? Ah, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wann ist denn das hier durch? Ja, braucht noch ein bisschen. Oh, war ja. Oh, scheiße, da ist gerade was runtergefallen. 3 Sekunden regeln, ihr wisst Bescheid. Scheiße, ich muss drehen. Wo ist mein Pfannenwender? Doppelklapp. Danke für den Zap. So, mach hier mal ein bisschen Platz. Das sieht hier aus, du. Hier, räum mal auf. So. So, dann ist jetzt hier gleich durch. Und bing. Sehr gut. Das ist jetzt hot genug. Scheiße. Alter, das ist noch drin.
sehr gut. So, Kartoffeln sind auch ready. Die sehen ja auch schmackhaft aus auf ihrem Bruderbasis. Das sieht doch geil aus, jetzt mal ernsthaft. Guck dir diese Bratkartoffeln an. Da willst du doch reinbeißen. Schmeckt scheiße oder was? Nicht genug Salz? Wir haben die Kartoffeln nicht gesalzen, glaube ich. Der Ofen, der sieht schon richtig demoliert aus, ne? Was ist das denn? Ich werde nie einen Feuerlöscher in die Ofenkammer stellen. Ich soll also keinen Feuerlöscher in den Ofen stellen. So. Passiert doch gar nichts. Oh! Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch der ganze Bums hier gefällt, lasst doch gerne mal ein Abo da. Ansonsten Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal, Alter.